Moin Xperia Gaming Freunde, ich bin's euer Fabian und ja, heute geht es etwas flotter, weil wir haben gerade, Patrick und ich sind unterwegs, das neue LF1612 zu holen für die Wache 2, beziehungsweise für die Außenstelle User der Wache disconnected from your channel. Stappenbach und ja, Södele, da sind wir auch schon. Das haben sie, sie sind uns glücklicherweise ein bisschen entgegengekommen, weil wir die ganze Strecke glücklicherweise nicht fahren mussten jetzt. Ich denke, ich fahre das LF jetzt. Und dann fahren wir mal zum Feuerwehrhaus. Wer fährt, soll ich vorausfahren oder fährst du voraus? Fahr du mal gleich voraus. Dreh mal um und fahr voraus. Ah ja, hier, noch einmal ganz kurz. So, Dankeschön. Wir hatten ja letztes Mal alles besprochen und ja, dann freue ich mich schon darauf, wenn wir das nächste Fahrzeug bei Ihnen bestellen. Tschüss. Hallo Leon. Hallo Frau Jan, und zwar ihr, ist das, seid ihr schon dort oder? Wir sind schon unterwegs mit dem Fahrzeug zurück. Ja, okay, dann wie abgemacht zu Wache 1, ne? Jupp. Gut. Patrick! Ja, Bug. Ja, so ist das. Wir sind frisch unterwegs. Patrick, denk dran, Blaulicht kannst du kurz anschalten, bevor wir da sind. Ja, Martinshorn dann auch. Ja, ich kenne dich. Ich kenne das Prozedere, ja. Ja, wir haben das ja schon öfters gemacht, auf der Mainburg, auf OGF, hier und da. Hier und da und immer mal wieder und. Ja, du hast keins. Was ein Scheiß. Aber Blaulicht. Du hast eigentlich eins, nur das hört man irgendwie nicht. Doch, man hört das. Deins nicht, meins. Fahr noch ein Stück vor, Patrick. Martinshorn, was? Patrick Connection lost? Das kann mal passieren. Das kann mal passieren. Na gut, dann möchte ich ein, zwei Worte zu dem User in Fahrzeug your sagen. channel timed out. Dieses Fahrzeug finde ich ja sehr nett, dass wir auch an den Ortsbrandmeister sage ich auch nochmal schönen Dank, dass sie das ermöglicht haben, dass die Wache 2 endlich ihren Vorrüstwagen abgeben konnte, damit wir endlich einen LF bekommen. Dazu ist es genau, es hat denselben Heckaufbau wie das HLF, ist halt nur ausgestattet wie ein LF. Also sonst eigentlich ist halt schönes LF von Mercedes. Und dann will ich nicht mehr so lang schnacken. Hoch, hoch die Tassen. Kopf in Nacken. Ja. Felix, möchtest du als Ortsbaumeister was sagen oder soll ich? Mach du, Mann. Was soll ich sagen? Ein schönes Teil. Ja, okay. Also freut uns, dass euch das freut. Und ja, ich würde sagen, bevor wir hier irgendwie stundenlang quatschen um das Fahrzeug, guckt es euch selber an. Einweisungsfahrt kriegt ihr noch alle. Und ja, dann freue ich mich darauf, wenn wir die ersten Dienste mit dem Fahrzeug machen. Deswegen machen wir auch die nächsten Dienste alle immer gemeinsam, komplett. Was wir eigentlich sowieso machen müssen. Aber da das ab und zu einfacher ist, wenn die einzelnen Wehren, das, also die einzelnen Standpunkte, das zwischendurch mal alleine für sich machen, um einfach also dass die zweite Wache das ein bisschen alleine auch macht, wenn mal was ist, dass nicht immer wir mit ganz nach hinten hin gleich raus müssen, es sei denn, das ist halt was richtig Schlimmes. So, lange Rede, kurzer Sinn. Viel Spaß. Jo, danke schön. Jo.
wärst du wieder Eli? Ich? Ja. Machst du so gut. Und dann bist du was? Aleph. Leon. Ja. Warum fährt Matze das Aleph? Weil er im Moment darauf eingeteilt ist. Und ich leih, ja. Okay. Aber das, dass das ihr M auch so. Ich muss halt das MZ, den GWA fahren, weil ich auf Wache 1 keine Einweisung habe. Einfach so rum, glaube ich, ja. Tut mir leid. Viele Wege führen nach Rom. Macht ihr mal ein bisschen, packt die Fahrzeuge mal ein bisschen so hin, dass ihr ein bisschen Platz fürs RW für die DL lasst. Kommt die auch noch? Wenn die überhaupt kommt. Matze, was machst du? Fahr hier durch. Hast du keine Stimme mehr oder was? Felix? Ja. Angriffstrupp zur Erkundung des Gebäudes, des Innenteils des Gebäudes vor und Wassertrupp. Sicherheitstrupp, Schlauchtrupp, Wasserversorgung mit Schlauchtrupp vom LF aufbauen. Mhm. Matze! Ja. Angriffstrupp zur ersten Brandbekämpfung mit einem mit zwei C-Längen vor. Verstanden. Wassertrupp baut Verteilerlager auf. Eine B-Länge vom Fahrzeug. Leitstelle von Hallo Fabian. Die Wache 2 ist vollständig da. Ja, das ist verstanden. Bereitet euer Atemschutzpaket schon mal vor, dass wenn wir genug Flaschen brauchen. Aber ist okay. Ja, okay. Lass mal erstmal langsam. Wir müssen erstmal gucken, wie viel das ist. Einsatzleitung von Angriffstrupp 1 kommen. Einsatzleitung hört. Wir sind jetzt hier im Gebäude, hier brennen ein paar Strohballen. Wird ein bisschen schwer, die zu löschen. Ja. Genau. Das Dach ist auch mit eingebunden in den Brand. Sieht ja, das ist aus. Verstanden. Dann geht ihr über die Drehleiter zum Löschangriff übers Dach vor. Und der vom LF, der Angriffstrupp, geht die Heuballen von innen löschen, also durch die Tür. HLF 20 für Einsatzleitung kommen. Einsatzleitung hört. Wir haben eine Wasserleitung zur DLK gelegt. Ja, das ist verstanden. Leitstelle von Einsatzleitung kommen. Ja. Folgendes von der Einsatzstelle. Brennende Strohballen inklusive Dachstuhl. Zwei Angriffstrupp unter PA zur Brandbekämpfung, einmal durch Tür und einmal übers Dach.
Ein paar Strohballen, ne? Eine Handvoll. Einsatzleitung von Angriffstruppe Vereinskomm. Einsatzleiter hört. Der Außenbrand ist gelöscht, die Strohballen glimmen aber noch. Ja, das ist verstanden. Alle eingesetzten Kräfte zur Nachlöscharbeiten vor. Beziehungsweise die eingesetzten Trupps zu den Nachlöscharbeiten vor. Oh, hier sieht's nicht so gut aus. Satan. Es gibt gebratenes Schwein oder. Ja. Nee, ich weiß nicht, ob da überhaupt das drin war. War hier überhaupt das? Caption. So, Tür ist zu. Einsatzleiter, Leitstelle von Einsatzleitung kommen. Leitstelle hört. Von der Einsatzstelle Info für Sie. Feuer soweit aus. Es werden die restlichen Glühnester gelöscht und danach rücken die einzelnen Einsatzkräfte nach und nach ab. Danke. Die DL kann abrücken, ist schon richtig zugange. Und der GWA kann auch zurück. Wir brauchen hier noch ein paar Heugabeln oder sowas, um die Heuballen auseinanderzuziehen und vielleicht eine Wärmebildkamera. Siehe LF und siehe HLF. Jojo. Ach, sieht gut aus. Wir haben alle Glutnester beseitigt. Temperatur liegt bei 30 Grad. Okay, also Feuer ist soweit aus. 30 Grad ist aber noch ziemlich hoch, ne? 30 Grad? Mal 30, aber 30 Grad ist keine Entzündungs. Keine Entzündungsgefahr mehr da. Das ist richtig, aber 30 Grad ist dennoch hoch. Ja. Ja, drin, da drin ist ja auch warm. Im Gebäude jetzt mittlerweile, wenn das gebrannt hat. Ja, dann bitte einmal noch ein bisschen die Wände und alles abkühlen. Ja. Okay. Dass die Wärme da rauskommt. Und bitte belüften. Ja, schon im Gange. Ups. Ja, da wir den Einsatz dann schon fast abgearbeitet haben, würde ich sagen, war es das in dieser Folge. Wir haben ein neues Fahrzeug bekommen und ja, das wird uns jetzt in den nächsten Aufnahmen begleiten. Haut rein, bis zum nächsten Einsatz. Ciao!